Hey, Oliver Schirmer hier. Heute geht es um das Thema Sales Funnel. Ja, wie bereits gesagt, geht es heute um das Thema Sales Funnel und um genau zu sein, ja, um die fünf Bausteine, die du brauchst, um ja einen optimalen Sales Funnel aufzubauen. Zunächst mal kurze Info vorab: Ich habe dir unterhalb des Videos zu diesem Thema ja einen Link bereitgestellt, wo du zum einen auf einen Blogartikel geleitet wirst und zum anderen ja dir einen kostenlosen Sales Funnel Workshop anschauen kannst. Ich möchte jetzt kurz auf die fünf Bausteine zu sprechen kommen, die einen optimalen Sales Funnel ausmachen. Zum einen brauchst du ja zu Beginn des Sales Funnels eine Lead Capture Page, also eine Seite, wo ja du wo deine Besucher ihre E-Mail-Adresse hinterlassen können, damit du dann mit denen weiter kommunizieren kannst. Im zweiten Baustein brauchst du ja Hosting und Sales Pages, also du brauchst Verkaufsseiten, die deine Produkte und deine Dienstleistungen ja eben für dich verkaufen. Du brauchst einen Autoresponder, über den du mit deinen Interessenten kommunizieren kannst und weitere Angebote unterbreiten kannst. Du benötigst ganz, ganz wichtig ein gutes Follow-up. Du beginnst bei einem Sales Funnel immer mit Menschen, die dich eigentlich so gut wie gar nicht kennen. Das heißt, du hast sehr, sehr wenig Vertrauen. Und wenn du ja gute Verkäufe erzielen willst, dann ist es unheimlich wichtig, dass du ja Vertrauen zu deiner Zielgruppe mit deinen Interessenten aufbaust. Du beginnst damit ja mit einem kleineren Produkt. Du lieferst wertvollen Content, wertvolle Tipps, Tricks. Einfach um dieses Vertrauen zu steigern, fängst dann mit niedrigpreisigeren Produkten an, um die Menschen von der Qualität deiner Produkte zu überzeugen. Und es geht dann bis hin ja zum Verkauf höherpreisiger Produkte. Und dazu benötigst du eben ein Follow-up, was eben ja es schafft, aus wenig Vertrauen viel Vertrauen zu machen und vor allen Dingen ja mit dem du das Ganze auch automatisieren kannst, ja. Denn Follow-up ist jetzt ja nichts anderes wie eine Sequenzen von E-Mails, die, wenn sich jetzt zum Beispiel eine Person heute einträgt, dann bekommt sie am ersten Tag nach der Eintragung eine E-Mail, am zweiten Tag nach der Eintragung eine E-Mail und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in deinem Sales Funnel. Und was du dann als fünften Baustein eben noch brauchst, ist ja Tracking, Ad-Tracking, dass du einfach weißt, welche Aktivitäten ja, lohnen sich für dich? Wo ist deine Zeit ja sinnvoll investiert? Weil dann passiert es dir nämlich nicht, dass du irgendwelche Aktivitäten machst und dann, ja, nachdem du Stunden dort investiert hast, dann feststellst, dass es gar nichts gebracht hat. Mit dem Tracking kannst du sehr, sehr schnell feststellen, welche Werbung lohnt sich. Du kannst feststellen, welche Aktivitäten bringen was, ja, und kannst dich dann eben verstärkt auf diese Aktivitäten dann auch konzentrieren. Okay, das war's jetzt von mir vorab. Wenn du weitere Informationen willst, habe ich dir, wie gesagt, unterhalb des Videos einen Link zur Verfügung gestellt. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei den weiteren Informationen. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.